Zitat von Benne Flankengott: Kleine Abwertung wäre sicherlich gerechtfertigt gewesen, aber wenn ich mir so anschaue, wer alles einen MW von 40 Millionen plus hat, dann passen die 37 Mio hier ein. Beispiele: Tabsoba, 22 Jahre, MW 40 Millionen. Sanchez, 24 Jahre, MW 40 Millionen. Soyuncu, 24 Jahre, MW 40 Millionen. Kimpembe, 24 Jahre, MW 40 Millionen. Mbeumo, 27 Jahre, MW 40 Millionen. Arke, 25 Jahre, MW 40 Millionen. Sehe persönlich keinen von denen marktwert technisch und vom Ablösepotenzial vor. Auch hier ist man über das Ziel hinausgeschossen. Ähnlich wie bei Zahne einfach zu kritisch. Niklas kommt auch aus einer ganz schweren Kreuzbandverletzung, sogar die zweite in seiner Karriere, und die Leute wundern sich, warum er noch nicht so spielt wie in den zwei Saisons zuvor. Kleine Abwertung wäre sicherlich gerechtfertigt gewesen, aber wenn ich mir so anschaue, wer alles einen MW von 40 Millionen plus hat, dann passen die 37 Mio hier einfach nicht. Beispiele: Tabsoba, 22 Jahre, MW 40 Mio. Sanchez, 24 Jahre, MW 40 Mio. Soyuncu, 24 Jahre, MW 40 Mio. Kimpembe, 24 Jahre, MW 40 Mio. Mbeumo, 27 Jahre, MW 40 Mio. Ake, 25 Jahre, MW 40 Mio. Sehr persönlich keinen von denen marktwert technisch und vom Ablösepotenzial. Auch hier ist man über das Ziel hinausgeschossen. Ähnlich wie bei Zahne einfach zu kritisch. Niklas kommt auch aus einer ganz schweren Kreuzbandverletzung, sogar die zweite in seiner Karriere. Und die Leute wundern sich, warum er noch nicht so spielt wie in den zwei Saisons zuvor. Ich wüsste jetzt bei den Genannten nicht unbedingt, wer da hinter Süle stehen sollte. Süle hat eben schon zwei schwere Knieverletzungen gehabt, was auch Einfluss auf den MW haben wird. Dazu leistungstechnisch kein Fortschritt erkennbar. Sogar Rückschritte zu seinen Leistungen, die ihn damals zum FC Bayern gebracht. Dazu kritische Kommentare seines Trainers und Verlust des Stammplatzes. Ich hätte ihn sogar noch etwas weiter abgewertet, allerdings nur auf 35. Es gab mal ein loses Transfergerücht, wo passend zur Vertragslaufzeit ein MW von 37 Mio passend erschien. Daher halte ich es hier aktuell für verfrüht, weitere Abwertungen zu fordern. Eine Aufwertung kommt ganz sicher aber auch nicht. Ein Wert von 35-40 Mio wäre hier in meinen Augen passend gewesen. Man hat sich für die Mitte entschieden, was okay.